Ja, meine Damen, meine Herren, liebe Parteifreunde, mein Name ist Herbert Schrotebeck. Ich bin 64 Jahre alt, nächstes Jahr 40 Jahre verheiratet, habe zwei Erwachsene und drei ganz süße Enkelkinder und genau für die engagiere ich mich. Ich habe Versicherungswirtschaft in Köln studiert und war über 30 Jahre als leitender Angestellter im Vertrieb eines internationalen Versicherers tätig und zusätzlich die letzten drei Jahre auch noch überregional als Sprecher des Ausschusses der Leitenden, was sowas ist mit der Betriebsrat der Leitenden Angestellten, eine wirklich richtig interessante Aufgabe. Vor nunmehr über vier Jahren bin ich auf den Wunsch meiner Frau hin in den Ruhestand gegangen und konnte mich dann endlich ein wenig politisch betätigen. Das wurde aber immer mehr. Ich wurde zunächst Sprecher des Kreisverbandes Mettmann und wurde in diesem Jahr wiedergewählt. Und seit Januar diesen Jahres bin ich auch der Sprecher des Bezirksverbandes Düsseldorf. Warum möchte ich in den Landtag? Es ist relativ einfach, ich habe es schon angeklingen lassen. Ich will mich für eine lebenswerte Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder engagieren, notfalls auch kämpfen. Ich meine, dass ich für unsere Partei gute und wichtige Basisarbeit, Grundsatzarbeit leisten kann, für unsere AfD auf dem Weg hin zur etablierten Partei im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Dafür ist natürlich Lernbereitschaft erforderlich, Teamfähigkeit, Diplomatie und Durchsetzungskraft. Das sind alles Eigenschaften, die Sie als Führungskraft im Vertrieb täglich benötigen. Und das habe ich immerhin über 30 Jahre wirklich mit Freude an der Aufgabe und mit recht gutem Erfolg gelebt. Ich stehe natürlich vollumfänglich zu unserem Grundsatzprogramm und will mich dafür nicht nur einsetzen, sondern möglichst viel davon auch umsetzen, und zwar mit den Kolleginnen und Kollegen, zu denen ich dann hoffentlich gehöre, die im Landtag sind. Ich habe darüber hinaus aber noch ein persönliches und ich meine sehr parteidienliches Ziel. Ich möchte ganz gerne nach einer Legislaturperiode, dann gehe ich auf die 70 zu und habe hoffentlich eine vernünftige Grundsatzarbeit gemacht, und mit Sicherheit nicht als Halbtagskraft, sondern mit vollem Einsatz. Platz machen für jüngere Kandidaten. Und denen wiederum möchte ich aber ganz gerne, ich will ja nicht hier aufhören, aus der zweiten Reihe heraus helfend, unterstützend zur Seite stehen. Was Sie unbedingt wissen müssen, ist, dass wir Ende des Monats im Kreisverband unsere Direktkandidaten für unsere vier Wahlkreise wählen und ich mich selbstverständlich auch zur Wahl stelle, da ich natürlich bei dem Wahlkampf für unsere AfD in der ersten Reihe mit dabei sein werde. Ich möchte einmal kurz auf das Grußwort zurückkommen, das Herr Pretzell anlässlich des letzten Landesparteitages in Werder gesagt hat. Da hat er gesagt, Nordrhein-Westfalen kann vor lauter Kraft kaum noch laufen. Ich möchte diesen Satz ganz gerne fortführen und sagen, dann lassen Sie uns doch alle gemeinsam durch ein exzellentes Wahlergebnis unserer AfD dafür sorgen, dass bei Frau Kraft so viel Frust aufkommt, dass wir sie zum Weglaufen bewegen. Und wenn wir an die Rede von gestern, von Herrn Pretzell denken, was hat er so schön gesagt? Und dass wir Nordrhein-Westfalen zurückerobern werden. Ich möchte aber auch an das Grußwort von Herrn Renner erinnern, der nach meiner Meinung völlig zu Recht das in einigen Köpfen vorhandene Lagerdenken kritisiert. Und immer noch mit dem Vorwand, bist du nicht mein Lagerfreund, dann bist du mein Feind. Das ist nicht gut. Ich sage Ihnen aber mal, zu welchem Lager ich stehe. Diese Frage ist mir gestellt worden, als ich das erste Mal zum Kreisvorsitzenden gewählt wurde und das war vor dem legendären Parteitag in Essen. Und die Antwort hat heute noch Gültigkeit. Ich gehöre zu dem glücklicherweise größten Lager, nämlich zu denen, die sich der Partei, den Mitgliedern und den Wählern verpflichtet fühlen. Und meine Damen, meine Herren,
Nur wenn wir das von Herrn Renner Gesagte beherzigen, werden wir meine Fortführung des Satzes von Herrn Pretzell auch schaffen und die Übernahme von Nordrhein-Westfalen, die Zurückeroberung, das muss doch ein Ziel sein. Warum können wir uns nicht einfach mal zurückerinnern, das, was der Fairberger mal gesagt hat? Jetzt sagt mir hier aber keiner, der Ball ist rund. Also, der hat gesagt, 11 Freunde müsst ihr sein. Ich meine, gut, zugegeben, 11 Mandate sind uns zu wenig, aber was ich damit sagen will, ist doch nur eins. Wir müssen alle zusammen an einem Strang und in eine Richtung ziehen. Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam können wir was bewegen. Das haben wir bei den Landtagswahlen gezeigt und das zeigen wir heute in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir die CDU anwählen werden. Wir sind auf dem Weg, deutlich über 20%. Und über eins sind wir uns so hoffentlich alle einig. Ein zweites Baden-Württemberg, das können und dürfen wir uns in Nordrhein-Westfalen nicht leisten. Jetzt noch einmal. Was hat unser Bundesvorstand Ende Juli in einer Mail an uns alle, also wirklich treffend zur aktuellen politischen Lage gesagt? Wer heute versagt, versündigt sich an unser aller Zukunft. Ich stehe hier heute vor Ihnen, weil ich die Zukunft positiv mitgestalten möchte. Ich bitte Sie um Ihre Stimme und Ihr Vertrauen. Und die Ehrenerklärung habe ich mit Freude unterschrieben. Denn selbstverständlich würde ich ein mit Ihrer Hilfe erhaltenes Mandat an die Partei zurückgeben und nicht versuchen, es mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten in egoistischer Manier auszusitzen. Das ist für mich eine Frage der Ehre, des Anstandes und des Respektes gegenüber den Wählern, den Mitgliedern und gegenüber Ihnen, meine Damen und Herren. Also die 20 Sekunden, die jetzt natürlich abgelaufen, die kriegt ihr. Denn es ist eine Selbstverständlichkeit. Wir haben eine historische Chance, die wir mehrfach genutzt haben. Wir haben sie auch schon ein paar Mal wieder weggeschmissen. Das darf uns nicht passieren. Ich habe gesprochen von Teamfähigkeit, von Diplomatie. Das ist das A und O. Was okay, bedeutet, aber jetzt ist es zu. Dankeschön. Gibt es Fragen an Herbert Schmutzbeck? Keine Fragen an Herbert Schmutzbeck, dann bedanken wir uns. Ganz schnell im Kopf rechnen kommen auf das Ergebnis von Herrn Herbert Schmutzbeck, 270. Herr Schmutzbeck ist gewählt. Danke. Darf ich Sie fragen, ob Sie die Wahl annehmen? Er nimmt die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch.